Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind schwer unterwegs zu diesem schönen Nebel, der Herznebel. Und wir sind auch gar nicht mehr weit entfernt. Noch 5 Sprünge und ich denke, da kommen wir locker hin, weil ja, hier ist, wie man es eigentlich erwarten kann. Wir sind nur 7200 Lichtjahre von Sol entfernt. Hier ist ziemlich alles entdeckt. Ein Umkreis unter dem Nebel. Ab und zu findet man mal ein normaler terraformierbarer Planet, den man den Detailscan abstauben kann, aber so spätestens Wasserwälder und so alles schon entdeckt. Ebenso auch hier in diesem System, wo man gerade war, landbarer Planet mit 4,05 G. Entdeckt, Detail gescannt. Krummel. Also würde ich sagen, ja, gucken wir das mal. Durchkomme und die gesammelte Bioprobe, die machen, abgebe und halt schön gucke, wie der Nebel immer größer wird. Das war eigentlich auch immer ein guter Plan ist. Allerdings könnte man durchaus die Scans noch mitnehmen hier. Das dürfte ja nicht zu lange dauern, obwohl 39 Objekte. Naja, komm. Wir scannen das einfach mal. Ja, dann habe ich auch festgestellt, wir müssen danach auch unbedingt zurück zum Carrier, weil da fehlt Tritium. Der kann ich mir weiterspringen. Da müssen wir hin, sie umlagern. Das ist irgendwie. Da hast du ein ganzer Frachtraum voll Tritium und muss aber trotzdem persönlich hin, ums Umschaufel. Okay, gut, die Spezialisten, die haben einen extra Account, der das macht. Das ist auch schon ziemlich geil. Aber ja, wenn es denn wenigstens quasi wie ein Tankwart gäbe, der nochmal instellen kann, der das halt übernimmt, dann bezahlst du halt dem noch ein bisschen was. Aber dann kannst du das auch remote machen. Dann kannst du mit Tankwart remote den Befehl geben: Jetzt machen wir so viel Tritium in den Tank und gut ist. Das wäre auch eine Option. Oder halt, man macht direkt das Ganze ohne Tankwart, direkte Option, wo du das umlagern kannst. Ja, der Stellschart arbeitet in, keine Ahnung. Irgendwie, es ist bestimmt lösbar, weil das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber gut, ja, fliegen wir halt schnell hin. Eventuell können wir dann das Schiff direkt noch tauschen. Ja, auch so eine Idee. So, haben wir hier schon einiges abgescannt. Bist du eine Wasserwelt? Ein Wasserriese. Und der ist noch nicht detailgescannt. Okay. Ja, also. Also wenn das so ist. Ein Wasserriese mit 143 Erdmasse. Wow. Wieso finde ich nie die große? Ich finde immer nur die kleine. Die große kann ich maximal Details gerne. Unfair. Ich fühle mich gemobbt. Genau mit den landbaren Wäldern über 4G. Ich finde grundsätzlich nur entdeckte. Naja. Oh, ich habe zuletzt auch noch was Tolles gefunden. Nur wenige Sprünge seit dem Schwarze Loch zuletzt. Gucken wir mal schnell. Bist du das? Garmon End 01,9G, okay. Ja, bist du entfernt. Ja, okay. Das nehmen wir mit. Nur wenige Sprünge von dem letzten System entfernt, wo wir aufgenommen haben, von dem Schwarzen Loch oder dem System neben dran. Habe ich noch eine Eiswelt mit 2,3 oder 03G gefunden. Die war allerdings schon entdeckt, aber nicht detailgescannt und nicht erst betreten. Und das ist sie jetzt. Also Erstbetretung kriegst du auch direkt. Das habe ich auch noch gemacht. Das muss einfach Sinn. Und genau. Der Detailscan ist noch in der Date. Womit wir bei den Daten wären, momentan so 35 Millionen sollte es sein.
Ich müsste nur echt irgendwie jetzt Buch führen. Und dann eine Date, die ich abgebe. Da muss ich mir mal was infallen lassen. Weil das macht es jetzt irgendwie schwer. Weil demnächst müssen wir auch noch unbedingt wieder ein bisschen Geld im Carrier überweisen. Und das Ganze jetzt irgendwie jetzt mit dem Carrier mitzutracken, wie viel du insgesamt einnimmst. Das ist seltsam irgendwie. Also gut, vor allem, wenn du halt da mit 10 Milliarden auf dem Konto hast, dann ist es egal. Dann kannst du dem Carrier so viel Geld geben, dass der sich erstmal 3 Jahre Betrieb wäre kann. Und dann kann man es am Kontostand absetzen, aber wenn du immer noch ein bisschen Geld reinpumpen musst, aus welchem Konto auch immer, dann, wie es halt im Moment der Fall ist, muss ich mir was überlegen. Vielleicht kann ich das in mein Programm irgendwie einbauen. Weil wenn man Daten abgeben will, dann geben wir sie in der Regel komplett ab. Dann könnte ich ungefähr bei einer Datenabgabe den Wert irgendwo hinweg speichern und die Tabelle dann automatisch löschen. Das könnte ich machen. Ja, gar keine schlechte Idee, da müsste ich das nicht manuell zurücksetzen. Und dann halt noch eine Statistik bauen, wann der Würfel abgepasst. Gut, das, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das könnte ich eventuell machen. So, was gibt es sonst Neues? Bezug auf Elite wüsste ich jetzt nichts. So kann ich gerade noch vielleicht gerade noch die Filmerlebnisse der letzten Tage inzwischen schiebe, bis wir dort sind. Freitag hatte ich Freaky geguckt. Da habe ich mich ewig lang drauf gefreut. Neuer, was heißt neuer, ist auch schon ein bisschen älter. New York, glaube ich, anderthalb. Horrorfilm von Blumhouse. Tja, ist super. Der Film ist prinzipiell so eine so Körpertausch oder eher Persönlichkeitstauschgeschichte. Ist halt so, na, statt geht halt ein berüchtigter Killer um, der eigentlich nur Legende ist und tötet halt Highschool Jungs und Mädels, und bei seinem nächsten Opfer passiert irgendwas, und zwar das Mädel und der Killer wechseln die Persönlichkeit. Sie ist dann quasi in seinem Körper und er halt in ihrem. Und der ist richtig gut. Also die Witze sind richtig klasse, die funktionieren, und vor allem die Performance von Vince Vaughn kennt man ja bestimmt. Der halt dann der Killer, beziehungsweise dann das 17-jährige oder wie alt er halt sind, Mädel in dem Killerkörper halt spielt. Das ist einfach nur klasse, was der abzieht. Das ist so genial. Es gibt noch einen Haufen blutige Momente, wenn sie halt da rumkillt in der Schule. Also der Film macht richtig Spaß, muss ich sagen. Da hatte ich echt sehr, sehr gut die Zeit gerade. Bild machen, der ist recht hübsch, der da. Also das hat sich echt gelohnt. Ich bin echt lang drauf, habe lang gewartet, bis man den endlich sehen konnte. Genau. Und dann hatte ich am Samstag, also gestern, bei mir ist gerade Sonntag, hatte ich Scream nochmal geguckt, weil ich habe mal das, jetzt muss ich ein bisschen gucken, das Steelbook bestellt, das neue mit der UHD und der Blu-ray, aber mangels UHD habe ich halt nur die Blu-ray geguckt, aber ich hatte vorher Scream halt echt nur auf DVD gehabt. Insofern war es nochmal cool, den Film dann auch mal in guter Qualität zu sehen. Und ich liebe den hier, der ist ja so genial. Da stimmt fast alles. Also er ist nicht ganz so genial wie Halloween, aber er macht so viel richtig. So sympathischer Film gibt's gar nicht. Und ja, natürlich, Neff Campbell, das ging früher immer. Die fand ich früher ganz toll. Heute eigentlich auch noch. Tja, also das war schöner Film. Und so, wenn wir schon mal draußen,
Jetzt habe ich ja nur das Problem, ich würde halt gerne Scream 2 nochmal gucken, aber ich weiß nicht, ich glaube, da stecke ich mal, weil ich habe die Scream-Reihe, wann war es im Frühjahr, Sommer, nochmal geguckt. Ich glaube, die erste reicht dann mal. Vor allem der zweite müsste ich mal auch noch auf Blu-ray holen. Alter, wer stellt sich ja halt die Frage, haben wir hier irgendwelche Objekte drin? Leeren Opal. Oh, Tritium. Zwei Stück sogar, aber die sind voneinander entfernt. Interessant. Aber dann stellt sich ja halt die Frage, ich glaube, die 2 gibt es auch jetzt auf Blu-ray, aber gibt es dort auch eine Sonderausgabe davon? So, nur müsste ich mal die vielleicht mal holen. Bei der gefällt mir ja auch noch ziemlich gut. Dreier. Der ist nicht so toll. Viel zu wenig Sidney Prescott dabei. Ah, der Vierer ist nochmal toll. Den habe ich, glaube ich, schon auf Blu-ray. Ich habe neulich mal schon die Blu-ray geholt. Ich habe den auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar als Steel gebraucht. Müsst ihr mal gucken. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal richtig Bock für den 5. Scream, der dann, wann soll der kommen? Anfang, nächstes Jahr, Februar, Januar. Irgendwie so um deine Dreh. Freue ich mich schon. So, guck mal hier. Der Nebel. Ja, wird immer größer. Cool. Moment, ich muss sogar Päuschen machen. So, da bin ich wieder. Sorry, kam gerade noch jemand runter. genau, ich habe schon das System hier gescannt und hier haben wir sogar Wasserwelt. Terraformierbar, aber ist schon alles gemacht. Ebenso wie bei diesem und bei diesem. Alles schon, die wäre terraformierbar, alles schon detailgescannt. Kann man nichts machen. So, aber hier, ja, das sieht schon ganz ordentlich aus. Immer hier. Der Hartnebel noch dabei. Ah ne, ich glaube das Soulnebel. Das ist der linke. Voraus ist der Hartnebel. Ja, Tetauri-Sterne gibt es ja auch des Öfteren. Vorher schon eine Tour gehabt, wo ich an 2, 3 hintereinander war. Und da muss ich da mal gucken, dass ich nochmal an eine andere Stern komme. Zum Tank. Ja, aber auch die waren alle schon entdeckt, wo ich war. Okay, das denkt bei so einem großen Nebel hier in der Nähe zu Sol auch kein Wunder. Hier alles schon entdeckt. Aber ist okay. Hier ist auch so ein Tricks. Jetzt sind wir schon richtig nah dran. 2 Sprünge. Okay. Cool. Cool. Das gefällt mir immer wieder, so Nebel, so große. Obwohl ich eigentlich, wenn ich ernst bin, so planetare Nebel sind mir irgendwie noch lieber. Aber die große, die haben definitiv auch was. So, und da wir ja quasi hier nur auf der Durchreise sind, okay, gut, mir doch noch an der Station logischerweise, sind wir gar nicht so dediziert jetzt den Nebel angucken, weil das ergibt sich im Laufe vom weiteren Flug. So, es gibt noch ein bisschen Tanke. Ja, okay, gut, man kann ja jetzt eine Station auf Tanke. So schlimm, was ist das da eigentlich? Ach, Tetauri wieder. Ja, nicht so wild. Oh, okay. Moment. Discovery. Moment. Hier ist noch was offen. Was? Hier ist noch einer. Okay. Okay. Hallo? Willst du wieder eine Extrawurst? Hasse es, wenn die Gasriese eine Extrawurst wolle? Ah, hier. Ist auch
schon Detail gescannt. Unglaublich. So. So, hier nochmal ein Bild. Okay. Okay. Interessant. So, zack, das ist nur ein kleiner Sprung. A-Stern, okay. Unruhenberichte. Eieieiei. Es kommt mir zum Ausflug daher, wenn Unruhe ist. Das ist nicht schön. Irgendwo treffen wir noch auf der Station auf irgendeine Demo. So, alles kurz im Klein schlagen. Ach ja, hier müssen wir richtig aufpassen. So, dann 20, sind wir schon direkt ein Schiff auf dem Radar. Cobra. So, ich hoffe, ich habe hier Zeit für alles zu scannen. Und das war Signale, Dohne. Sind das Fleet Carrier oder was? Wahrscheinlich, ja. Alles mit B-Stern oder wie? 100 Ende fertig. Rohstoffabbaustandort. Piratenaktivität festgestellt, Bedrohungsstufe 5. Also, ich würde gerade sagen, man wollte, könnte mal hier ein bisschen Krieg spielen, aber unser, das ist auch Piratenaktivität, aber unser Anaconda, die liegt auf Vika, ja. Der ist ein bisschen weit weg, dass ich da mit Anaconda herfliegen würde, die nicht Explorer-mäßig ist. Da müssten wir eventuell, wenn wir das wollten, die Fleet Carrier in das System hier bringen. Dann dort ein bisschen. Aber ich glaube, das spare ich mal. Das ist sich wieder echt doof, dass alles um den B-Stern ist. System scan complete. Tatsächlich. Da hier, guck mal. Basecamp, ja. Da wollen wir eigentlich hin. Nur hier auf Station. Sol Nebula Mining Partners. Gut. Gut. Das ist jetzt nicht so furchtbar weit, aber halt auch nicht sonderlich nah. Machen wir da. Ich glaube, da breche ich mal hier ab. Ich will das eigentlich in der Folge noch abhandeln. Und blend nachher wieder rein, wenn wir am Basecamp sind. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Kurz vorm Basecamp. War eigentlich ereignislos die Reise. Hat uns hat niemand abgefangen. Ja, waren diverse Raumschiffe halt dort, die alle unterwegs zu dem Basecamp waren. Gut. So, der ist Mitte im Ring. Okay. Auch gut. Wird immer schon angenehm. Jawohl, vielleicht ist es ja auch wieder kurz drüber. Gucken wir mal. Die letzte Asteroide-Basis von Mavari, die war ja so ein bisschen über dem Ring. Gucken wir mal, was mit der ist. Na, die scheint eher aber komplett drin sitzen, oder?
Den Ring sieht man fast gar nicht mehr. Ja, da unten kommt er. Schon. Wo ist sie denn? Was ist jetzt hier? Also müssen wir erstmal gucken, wo hier der Eingang ist. Bei der Asteroidenbasis ist immer so Sach. Wo sind der Eingang? Ah, da oben. Okay. Brauchen natürlich noch ein schönes Bild. Vielleicht noch ein bisschen nach da. Ja. Es geht uns mehr nichts dabei. Alles gut. Weg, wenn ich fertig bin, danke. So. Die Base Station. Basecamp natürlich. So. Landeerlaubnis. So, die haben auch schon mal relativ zügig Grit. Das ist doch schon mal gut. Landecamp 40, Landeplatz 40. Wie fliegt die Brugge rum? Also war. Gar nicht gut, ist ja nicht fertig, wird hier noch gebaut. Ja, die ist noch schwer am Innenrichter der Station, hä? Das irgendwie macht's den Eindruck. Okay, dann lass uns mal gucken. Wir tun gerade einen Auftanken. Wir tun reparieren. Und dann geben wir mal die Daten ab, würde ich sagen. Universal Cartographics. So, also ein bisschen ungefähr 35, 36 Millionen sind. Millionen Hammer. Drei Seiten. So, Screenshot. Merken wir euch mal 138 Millionen, beziehungsweise 5,1 Millionen. Ah, das war die Date hier, vor allem aus diesem Sterncluster. 5,1. Ach, ja. Ich muss einfach nur ein bisschen warten. What the fuck? Oh ja. 34, das wäre auch schon mal 39. 40. Okay. Gut. Sehr schön. Incoming message.
So, sehr schön. Nummer 6, 46 Millionen. Okay. Das war wesentlich mehr, als ich gedacht habe. Na gut, hier haben wir es auch geabzüglich. Sehr schön. Die können wir dann abgeben. So, wunderbar. Jetzt gucken wir mal, was wir hier krittern. Ach, die Rufänderung, alles klar. Gut. So, und nun gehen wir noch die Biodaten abgeben. Gucken wir mal, wie die Station so ausgerüstet ist. Leicht jazzige Klänge im Fahrstuhl. Oh, innerhalb von der Station ruckelt es doch noch gut. Okay, aber ich habe halt wirklich alles hochgedreht, aber das lasse ich jetzt einfach so, ist mir egal. So, Herr Clement Prifit. Ich nehme an, dass Sie Biodaten verkaufen Ein möchten. bisschen helles Köpfchen. Mal sehen, was Sie uns heute zu bieten haben. Ja, guck mal, immerhin 2,6 Millionen. Das ist doch schon mal was. Gummo. Und der ganze zuerst registrierte, also die ich wahrscheinlich auf den Planet beziehe, immerhin 5,3. Das ist doch was. Haben Sie noch mehr? Nö, habe ich nicht. Vista dankt Ihnen für Ihren Beitrag. Ja, gerne. So wie kein Rangaufstieg. Also war arm. Nun gut, dann würde ich doch sagen, wir sind für diese Folge fertig und buckeln uns kurz hier hin und genau, gehen noch in eine Bar Hebe und beim nächsten Mal muss ich erstmal planen, wo man hinfliehe. Weil Träger, Hartnebel oder was anderes, Sohlennebel oder was anderes. Ich gucke mal, was praktisch wäre. Und ja, ich wünsche euch dann schon mal eine schöne weitere Restwoche und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.